Liebe Gemeinde, beim Propheten Jesaja lesen wir: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Mit diesem Wochenspruch aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 43, Vers 1, begrüße ich Sie herzlich zum Videogottesdienst zum sechsten Sonntag nach Trinitatis aus der Auferstehungskirche in Essen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, unser heutiger Sonntag steht im Zeichen der Taufe. Deshalb hören wir als Predigtext den Tauf- und Missionsbefehl aus dem Evangelium nach Matthäus im 28. Kapitel, die Verse 16 bis 20. Wenn Sie mögen, drücken Sie doch kurz die Stopptaste, holen sich Ihre Bibel und lesen dann gemeinsam mit mir den Text. Sie bekommen ihn noch einmal eingeblendet. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebe Gemeinde, im Evangelium nach Matthäus sind das die letzten Worte Jesu. Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Diese Worte Jesu stehen am Ende des Evangeliums nach Matthäus und dadurch bekommen sie ein besonderes Gewicht. Aber nicht nur
durch ihren Platz im Evangelium bekommen diese Worte ein besonderes Gewicht, sondern auch durch den Ort, wo Jesus die Worte zu seinen Jüngern sprach. Es war auf einem Berg. Und auf einem Berg hatte auch damals der Teufel versucht, Jesus in Versuchung zu führen. Der Teufel zeigte damals von einem Berg auf alle Reiche der Welt und sagte zu Jesus: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Jesus antwortete darauf: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm alleine dienen. Jesus hat sich nicht vom Teufel verführen lassen. Und so konnte er dann auch auf einem Berg seine Jünger beauftragen. Aber nicht nur, weil es ein Berg war, hatte der Ort seine Bedeutung. Der Ort hatte auch eine Bedeutung, weil der Berg in Galiläa lag. In Galiläa, wo so viele Heiden, also so viele Ungläubige lebten. Von dort aus ging der Auftrag Jesu in die Welt. Und Jesu Worte gingen um die Welt. Sie sind immer noch bei uns. Auch heute, im Jahr 2021, verlesen wir bei jeder Taufe diesen Auftrag Jesu, bevor wir taufen. Wer getauft wird, der wird reingewaschen von allen Sünden, die es bisher in seinem Leben gab. Und er wird aufgenommen in die Gemeinschaft der Christen. Durch die Taufe unterstellt man sein Leben Jesus und Gott und empfängt den Heiligen Geist. Während die Taufe früher eine bewusste Entscheidung meist erwachsener Menschen war, taufen wir heute unsere Kinder meistens, wenn sie noch sehr jung sind. Und in der Konfirmation wird dann der Glaube erneut bekräftigt. Aber egal, ob wir jetzt als Kind oder als Erwachsener getauft werden, nachdem wir getauft wurden, sind wir von jeglicher Sünde reingewaschen. Das ist natürlich keine Garantie für ein weiteres sündenloses Leben. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit einem Neuwagen. Glänzend, makellos im Lack verlässt er das Werk. Doch mit jeder Fahrt sammelt sich auf dem Fahrzeug Schmutz, Staub, Insekten oder die Hinterlassenschaften von Vögeln. Diese Dinge beschmutzen dann den Lack. Und so ist es auch ein wenig bei uns. Nach der Taufe verlassen wir die Kirche als Neuwagen. Kein Stäublein ist zu sehen auf unserem Sündenregister. Doch in unserem weiteren Leben werden auch wir beschmutzt. Eifersucht, Neid und Hass sind der Staub, die Insekten und die Hinterlassenschaften der Vögel, die unser Sündenregister verschmutzen. Ein Auto will gepflegt werden, damit es seinen Glanz erhält. Es gibt Autos, die sehen schon nach wenigen Monaten sehr alt aus und sie werden nicht viele Jahre fahren, bevor sie auf den Schrottplatz gegeben werden. Doch da gibt es auch die gepflegten Oldtimer. Manches Automobil, das hat weit mehr als 100 Jahre auf dem Buckel und erstrahlt immer noch im alten Glanz. Damit das gelingt, müssen die Autos gepflegt werden. Und so müssen auch wir gepflegt werden, damit wir erhalten bleiben. Das regelmäßige Waschen kann zum Beispiel das Lesen in der Bibel sein. Lest in den Evangelium regelmäßig nur ein kleines Stück und lernt so Gott und Jesus besser kennen. Doch manchmal
ist auch eine gründlichere Lackreinigung erforderlich, weil Insektenreste sich sehr fest mit dem Lack verbunden haben. So gibt es auch Sünden, die sich auf unser Leben legen und die wir so leicht nicht mehr loswerden. Dann ist es gut, all diese Dinge einmal aufzuschreiben, sich einen ruhigen Ort zu suchen und diese Dinge dann vor Gott auszusprechen. Verschweigen nützt dabei nichts, denn Gott hat all die Dinge gesehen. Doch wenn wir aufrichtig um Vergebung unserer Sünden bitten, wird unser Sündenregister wieder reingewaschen. Im Römerbrief lesen wir: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wie nach einer Lackpolitur können auch wir wieder in neuem Glanze erstrahlen. Fortan ist es dann gut, den neuen Glanz des Lacks zu erhalten. Dazu sollten wir jeden Tag aufs Neue unser Leben dem Herrn unterstellen. In den Sprüchen, Kapitel 3, in den Versen 5 und 6 lesen wir: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Er erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Amen. Lasst uns beten. Gott, du bist uns Quelle und Brunnen. Zu dir kommen wir und vor dir stehen wir. Du schenkst uns das Wasser des Lebens, du stillst unseren Durst nach dem wahren Leben. Wir danken dir und bitten dich, segne Leib und Seele. Behüte uns am Tag und in der Nacht. Du öffnest uns die Tür zum Guten, lenkst unsere Schritte zu anderen Menschen, führst unsere Gedanken zu dir. Wir danken dir und bitten dich, richte dein Angesicht auf uns, schau uns an. Lass uns sehen und verstehen, dass du uns stets umgibst. Du schenkst uns Licht und Atem, die Fülle für unsere Seele. Wir danken dir und bitten dich, bringe uns zum Wesentlichen. Hole uns aus der Zerstreuung, mach uns still und einfach und schenke uns ein reines Herz. Und wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns unter den Segen des Herrn stellen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.